Hallihallo, liebe Freunde. Ich habe ja letztens schon mal ein Video zum Bishop gemacht. Und da wurde mir im Kommentar gesagt, es sei ja nicht so schwer als Top-Tier, also weil der Stufe 5, das Maximalstufe war, die drin ist, als Top-Tier-Arti so viel Schaden zu machen. Ja, wie ihr gerade seht, das ist ein Spiel, wo ich nicht Stufe 5 als Top-Tier habe, sondern Stufe 7, sprich, ich bin wirklich niedrigstes Niedrigtier. Also niedrigste Niedrigstufe, niedriger konnte ich nicht hier reinkommen, außer ich bin ein Scout wie unser M5A1. Und es ist auch eine Runde, wo ich sehr viel Schaden anrichten werde. Man muss halt nur mit mit der Kanonenart umgehen können, würde ich behaupten. Und vor allem das Wichtigste ist, man muss sich irgendwie verstecken, während man trotzdem in Reichweite bleibt. Auf der Karte fahren nun wirklich ziemlich oft die Gegner oben auf der Einserlinie lang. Dort, sagen wir, zwischen B und E1 sind eigentlich immer irgendwelche Gegner anzutreffen nach kurzer Zeit. Deswegen fahre ich dort mit. Der M5 fährt auch in die Richtung, was ich ganz gut finde. Und muss den roten Kreis halt irgendwo in den Bereich bringen, dass ich da wirken kann, aber gleichzeitig, wie gesagt, versteckt bin. Die einfachste Variante ist natürlich irgendwie hinter Steinen oder sowas oder in irgendwelchen Senken sich zu verstecken. Was die idealste Variante wäre, wenn man da auch wirklich nicht gescoutet werden kann, außer irgendwas steht direkt neben einem, dann ist es eh vorbei. Und hier seht ihr schon, was ich gerade meinte mit E1 bis B1, da ist schon der 3485. Wobei das gar nicht der Weg ist, den ich meinte, das ist noch drunter, aber der ist halt schon mal im Wirkungsbereich, da kann ich schon mal einzielen. Ich dachte, der fährt weiter, aber macht er nicht, dann schieße ich halt einfach mal so. Und treffe leider den ersten Schuss nicht auf ihn. Ist ja aber nicht ganz so schlimm, ich habe ja bloß 10 Sekunden Nachladezeit, das ist ja bei dem nicht ganz so kritisch. Da kann man halt auch mal auf ein Medium schießen und wenn er ihn nicht trifft, ist nicht so wichtig. So, der Chefi sieht natürlich lecker aus, wenn er da stehen bleibt. Jetzt ist der Cromwell dem stehen geblieben. Und das wieder der T3485. Der hält sich aber für sicher. Hinter dem Stein dort. Kann ich immer gleich mal eines Besseren belehren, was den Bishop angeht. So, eingezielt. Da sind die ersten 480 Schaden. Das haben wir geklettert, Alpha-Schaden einmal durchgegangen. Und wie gesagt, hinter dem Stein ist man nicht sicher, weil der Bishop einfach einen extrem guten Winkel hat. Dafür muss ich halt deutlich näher ran als andere Artillerie-Varianten. Leider ist unser M5 inzwischen schon gestorben. Hätte er dort länger überlebt, hätte er richtig viel Scout-Schaden kriegen können, weil ich hätte mich halt dort hauptsächlich damit beschäftigt, dahin zu schießen. So, Firefly, Firefly, versuche gerade abzuschätzen, wie weit ich davor schießen muss und leider hat das irgendwie nicht funktioniert. Also da war er leider eher verschwunden, als ich dahin schießen konnte. Ich ziehe halt, haben wir aber gedacht, na oben, da wird irgendwie gerade nicht aufgedeckt, dann kann ich auch da unten einzielen und dann wird halt doch wieder da oben aufgedeckt und das ist außer meiner Reichweite, muss ich auch noch ein Stück fahren. Jetzt fahre ich gerade noch ein Stück ran. Dort habe ich einen VK3002, den ich da nicht treffen kann. Und das ist ein Chaffee, der sich irgendwie mit unserem KV-3 anlegen will, warum auch immer. Und jetzt schieße ich schon mal, aber der geht, glaube ich, auch vorbei. Ja, genau, der ging zu weit. Der Chaffee bewegt sich halt ein bisschen zu viel. Aber ein Black Prince ist natürlich ein super Ziel. Langsam, groß und mit nicht wahnsinnig viel Panzerung, zumindest wenn ich ziemlich senkrecht oben drauf treffe. Perfektes Ziel für meine Artillerie. Den 3485 kriege ich nicht mehr. Der 3002M ist natürlich genauso lecker, der ist auch nicht so langsam. Aber der bleibt gerade ziemlich genau an einer Stelle. Das finde ich schön. So, schon mal schießen. Und da habe ich in die Ketten gezogen, 120 Schaden gemacht. Das ist eher der Schaden, an den man sich gewöhnen muss. 120. So mit maximal 200. Gerade wenn die ein bisschen stärker gepanzert sind, die Fahrzeuge. Und hier ist irgendwie wieder mit meinem Aim daneben. Hier habe ich eigentlich auf die gleiche Stelle gezielt. Und ihm nochmal irgendwie um die 130 Schaden gemacht, wie ihr seht. Und dort habe ich nicht aufgepasst, dass unsere Su am Leben bleibt, leider. Oder was überhaupt die Su? Ne, das war der T3485. Der da nicht am Leben geblieben ist. Aber dort kann ich den gegnerischen T3485 töten. Dem er vorher entkommen war. Und da kommt der Black Prince, den ich jetzt schon so lecker fand. Ich lade nach, ich lade nach. Und hier einfach direkt oben drauf zielen. Leider ging der Schuss dann doch maximal daneben. Ist halt manchmal mit drin. Aber trotzdem, das Einziehen bei der Art, die lohnt sich wirklich nicht, weil sie relativ, also wirklich eine Art, die sehr genau ist. Und da muss man nicht zwangsläufig einziehen. Auch wenn sie jetzt gerade das Replay meine Worte Lügen straft, aber eigentlich muss man es nicht. Wenn ich komplett einziele, treffe ich halt wirklich. Ihr seht ja, da ist mein Ziel gerade nicht mehr so groß wie die Artillerie, der Black Prince.
Dort sind es 200. Übrigens habe ich schon 975 Schaden direkt gemacht, wo in denen ich weiß. Ich habe ja nochmal irgendwie 150 oder so, muss ich beim T3485 nochmal gemacht haben, den ich ja getötet habe. Und die halten den Black Prince gekettet, was ziemlich geil ist. Da sind nochmal 190 Schaden. Sind wir halt schon bei 1100. Und das, ja, wie gesagt, Black Prince bleibt dort stehen, was ich ziemlich angenehm finde. Jetzt ist mal, habe ich mal durchgekommen, 430 Schaden. Wir haben wir schon 1600, also ich habe genauso viel Schaden gemacht wie in dem 5er Gefecht. Und das Gefecht ist noch gar nicht ganz zu Ende. Ich kann da noch ein bisschen mehr abstauben, wenn der Crusader SP dort stehen bleibt. Beziehungsweise ich den dort als Scout benutze sozusagen. Und ihn nicht darauf aufmerksam mache, dass er dort wegfahren sollte, damit er überlebt. Weil irgendwo muss er jetzt dort, müssen jetzt die Panzer ankommen. Ich hatte ja gehofft, dass irgendwie sie schon eher aufgehen. Problem dabei ist, das tun sie nicht. Jetzt habe ich gesehen, dass das Haus kaputt gegangen ist. Vielleicht bleibt er so stehen, deswegen habe ich mal schneller drauf geschossen. Aber das ist wohl nicht der Fall gewesen. Währenddessen unsere Su-100 und unser T-3485 bewegen sich zurück. Und hier habe ich leider falsch eingezählt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, weil niemand der T-150 aufgeht. Durch den Crusader SP übrigens gescoutet, soweit ich weiß. Schuss. Und das sind halt nur 70 Schaden, weil der T-150 halt richtig gut gepanzert ist. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und hier dachte ich mir, nimmst du einen KV-85, der kommt vielleicht, machst ein bisschen mehr Schaden. Nimmst du den lieber. Aber der war echt aus. Blöderweise hat der T-150 mich entdeckt. Das war's für uns. Raus hier. Hätte ich halt doch lieber auf den geschossen, dann hätte ich vielleicht überlebt. Ja, wie gesagt, 1672 Schaden, von denen ich weiß, plus noch ein bisschen was ungewiss ist, sind glaube ich am Ende um die 1800 Schaden gewesen. Also sogar so mehr Schaden als ein 5er Gefecht, nur halt keine One-Shots dabei. Also ich habe jetzt nicht mit einem Schuss einen Panzer gekillt von 100% auf 0. Aber ich würde behaupten, das kann sich trotzdem sehen lassen. Ja. Ich würde das hier an der Stelle abbrechen, weil die jetzt der Black Prince sucht und die Artis. Das dauert halt noch ein Weilchen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst doch mal ein Like da, wenn euch die solche Art von Replays gefällt. Falls nicht, dürft ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht lieber sehen wollt. Wenn ich den Panzer habe, kann ich das auch versuchen, da mal ein gutes Replay hinzukriegen. Wenn ich allerdings noch nicht habe, weil ich bei den meisten Tech-Bäumen erst in Stufe 7 bin, wenn ich sie dann spiele. Ja, also zum Beispiel bei Tiger und sowas wird schwierig bei den Deutschen. Die habe ich einfach noch nicht erspielt bekommen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt meinem Kanal treu. Bis bald. Wir sind bewegungsunfähig. Wir haben die Kette repariert. Fahr los. Lass es mal noch kurz weiterlaufen, um zu zeigen, dass ein Black Prince nicht mal den blöden Arti trifft, die vor ihm steht. Nur eine kleine Ergänzung gewesen. Weiß nicht mehr genau, wo der Bischof rumstand. Der war ein Stück weit weg.